Ja, hallo. Also der Titel, der klingt jetzt ein bisschen allgemein, aber ich werde es jetzt gleich noch spezieller machen. Ich wollte mir einfach die Flexibilität offen halten. Also nachdem ich dann erfahren habe, worüber meine Vorrednerin und mein Nachredner reden wird, habe ich da ein paar Dinge ausgeklammert. Also zunächst mal werde ich das ein bisschen eingrenzen, wo ist denn der Bezug von der Transformation zum Fachkräftemangel? Die verschiedenen Quellen davon. Und vieles davon sehen wir, weil wir jetzt schon in der Transformation sind. Dann zweitens werde ich ein paar nicht nur eigene Befunde präsentieren, sondern Befunde aus dem WSI. Wir haben eine Betriebsrätebefragung als eigene Datenquelle, die wir immer wieder nutzen. Und da ist dann natürlich die Sichtweise der Betriebs- und Personalräte drin, die allerdings natürlich sehr viel auf Qualität der Beschäftigten schauen, Beschäftigung und dahin, wo der Schuh drückt, eben an dieser Front. Und ein Problem ist offenbar der Fachkräftemangel. Das betrifft nicht nur die Betriebe, die Unternehmer, sondern das hat auch Folgen für die Beschäftigten. Die müssen das ja dann teilweise ausgleichen. So, und dann drittens werde ich noch ein paar Ansatzpunkte präsentieren unter Ausklammerung meiner beiden Mitreferenten. Also die bearbeiten ihre eigenen Themen natürlich. Aber ich werde mich dann auf die älteren Arbeitnehmer konzentrieren, weil wir da ein paar Frageblöcke eben hatten in der Betriebsrätebefragung. Und damit bin ich auch schon bei der Transformation älterer Arbeitnehmer. Wir haben viele, es werden mehr. Und die drei Punkte, unter denen Transformation ja sehr häufig diskutiert wird, sind diese drei Ds: Demografie, demografischer Wandel, Dekarbonisierung und Digitalisierung. Demografischer Wandel, gut, das ist hier jetzt eine etwas ältere Darstellung, müsste man vielleicht mal aktualisieren aus dem Lehrbuch, aber so ähnlich wird das immer noch aussehen. Also wir hatten den Peak so ungefähr Ende der 2010er Jahre beim Fachkräftepotenzial, also der arbeitsfähigen Bevölkerung, und ab jetzt geht es abwärts. Und es geht beschleunigt abwärts, je nachdem, welches Zuwanderungsszenario wir anlegen. Also der geringste Abfall ist noch bei einer Zuwanderung hier in der Darstellung von 200.000 im Saldo jährlich. Und das ist aber ein bisschen älter jetzt, das müsste man mal updaten. Zwischendurch hatten wir Ukraine-Zuwanderung, man weiß natürlich nicht, wie viele davon bleiben, aber das verschiebt diese Kurven natürlich dann ein Stück weit nach oben. Und spiegelbildlich dazu haben wir eben auch schon seit einigen Jahren den Aufwuchs der unbesetzten Stellen. Das sind ja auch wieder Daten von der Bundesagentur für Arbeit bzw. dem IAB. Und man sieht, das geht also in Wellen aufwärts, der Anteil der unbesetzten Stellen, Fachkräfte in diesem Fall, mittlerweile ungefähr die Hälfte. Nur kurz unterbrochen durch die Corona-Pandemie. So, das war das große Thema Demografie. Jetzt könnte man daran anknüpfen, das erzeugt aus sich natürlich schon Fachkräftemangel, aber es erzeugt auch Strukturwandel. Also ich habe das hier mal untergliedert in drei Punkte: private Konsumnachfrage, die sich damit beschäftigen. Demografischer Wandel hat Folgen für die Zusammensetzung auch der privaten Nachfrage. Also beispielsweise weniger Tourismus bei der Mobilität, natürlich damit in Verbindung auch Effekte. Dann der ganze Bereich der sozialen Dienstleistungen, teilweise privat gesteuert, aber zu großen Teilen auch staatlich. Und da ist wahrscheinlich dann eher mit Aufwuchs von Fachkräftebedarfen zu rechnen. Und dann hatten wir das zweite große D bei der Transformation, der ökologische Umbau. Das hat natürlich Folgen auch für die Investitionsnachfrage. Gebäude und Energieversorgung seien hier nur ganz kurz angesprochen. Ich möchte es hier nicht vertiefen, aber das sind alles Aspekte von Strukturwandel. Und Strukturwandel hat zur Folge, dass Beschäftigte wandern zwischen Sektoren. Es ist natürlich nichts Neues, aber dadurch, dass man das, also wir hatten immer Strukturwandel, aber dadurch, dass es hier doch ein ganz paar Punkte sind, besteht da die Befürchtung, dass sich das beschleunigt und dass wir bei schrumpfendem Fachkräftepotenzial sehr viel mehr tun müssen, um das auszunutzen, was da ist an Fachkräften. Also da fallen Stellen weg, gleichzeitig kommen welche dazu. Wie schaffen wir das?
So, jetzt bin ich beim Stand jetzt mit den Daten aus unserer Befragung, der Betriebsrätebefragung. Ich stelle sie ganz kurz vor, die gibt es alle 2 Jahre. Und wir haben da Themenblöcke und seit einigen Jahren haben wir auch die Fachkräfte als Thema mit drin. Und es werden ungefähr knapp 3000 Betriebe befragt, also privatwirtschaftlich organisiert und seit neuestem auch knapp 1000 Dienststellen des öffentlichen Dienstes. Also den bilden wir auch noch ab. Und hier stelle ich jetzt mal Daten aus einem Report vor von der Kollegin Ahlers aus dem Jahr, ich glaube aus dem letzten Jahr, da hat sie aus dem Jahr 2021 Daten ausgewertet. Es gibt jetzt noch neuere Daten, die konnte ich aber nicht in der Kürze der Zeit noch auswerten. Und da sieht man also, die Befragungsergebnisse, gibt es für die Frage, gibt es Schwierigkeiten, Fachkräftestellen zu besetzen nach verschiedenen Qualifikationsstufen. Auch die Auszubildenden sind dabei. Da gibt es noch relativ geringe Probleme, noch geringere Probleme bei den unqualifizierten Kräften. Das war sicher immer so. Das ist die jedermanns Arbeitsmärkte, da kann man die Leute ja auch, können die Leute sich einfacher bewegen zwischen den Stellen. Große Probleme gibt es schon im Bereich der mittleren Qualifikationen, also Fachkräftestellen, die eine Berufsausbildung erfordern, und noch größere Probleme dann bei den hochqualifizierten Tätigkeiten. Über die Hälfte der Betriebsräte berichten, dass es da in den letzten 2 Jahren, so war die Fragestellung, Probleme gab, Stellen zu besetzen über längere Zeit. So, jetzt habe ich das nochmal hier auch aus dem Bericht heraus nach Gründen aufgefächert. Das sind die Gründe, die abgefragt wurden. Also hier zunächst mal bei all den Zahlen fällt auf, Sie haben den großen blauen Balken und der große blaue Balken bedeutet, es sind nicht genügend Bewerber da auf dem Arbeitsmarkt für den Stellen. Das ist durch alle Qualifikationsstufen der größte Beitrag. Aber dann gibt es auch hier diese violetten Balken, also die sind eher zu schlechte, sagen, dass da eher zu schlechte Konditionen bei den Stellen sind, zum Beispiel Bezahlung. Und wenig verwunderlich, also das ist bei den geringen, überwiegend gering bezahlten Helfertätigkeiten natürlich am meisten. Aber gleichzeitig wissen wir, das ist der am wenigsten problematische Bereich. Also durch die Bank kann man sagen, es gibt zu wenig Bewerber. So. Dann kann man das nochmal nach Branchen aufgliedern und auch da ist es dann so, dass in den eher mit mehr Hilfskräften operierenden Branchen, Verkehr, Handel, da Entgelt und Arbeitsbedingungen noch eher ein Problem sind und in sehr vielen Branchen unisono ist ein Problem, dass es nicht genügend Bewerber gibt. Hier jetzt für die mittleren Qualifikationen, die hohen Qualifikationen habe ich mal weggelassen. So, was kann man tun? Ich konzentriere mich auf ein paar Punkte rund um das erste D jetzt. Und zunächst mal, um die Größenordnung zu verdeutlichen, ein bisschen älter hier aus dem Lehrbuch von Lutz Bellmann und Ute Leber. Die haben das mal aus einem BA-Bericht versucht zu quantifizieren. Wie gesagt, ein bisschen älter. Horizont war bis 2030, wie viele Fachkräfte lassen sich durch Einzelmaßnahmen gewinnen, nur um mal eine Größenordnung zu haben. Und die haben das größte Potenzial gesehen eben bei der, also hier, das ist schon ein ganz erheblicher Beitrag bei den Älteren, dann bei einer höheren Beteiligung von Frauen, auch ungefähr vergleichbar, Einwanderung schon noch mal ein bisschen mehr, Arbeitsvolumen von Vollzeitkräften erhöhen und auch Aus- und Weiterbildung. Dazu sage ich noch ein klein bisschen was zum Schluss. Die Zahlen sollen tausender Stellenäquivalente sein in Vollzeit umgerechnet, damit man das vergleichen kann. Also das Potenzial an zu gewinnenden Fachkräften durch Einzelmaßnahmen. So, und wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt auf den Punkt, weil wir da ein bisschen was dazu gemacht haben zu den älteren Arbeitnehmern. Ist wahrscheinlich auch wichtig für Engpassberufe, weil wir wissen aus dem Pflegebereich zum Beispiel, da sickern die Leute raus. Je älter sie werden, desto weniger vertragen sie die Arbeitsbedingungen. Zum Schluss noch ein bisschen was zur Weiterbildung. Also zunächst mal hier auch wieder aus der das ist jetzt hier die Erwerbspersonenbefragung, das ist noch eine weitere Befragung, die wir haben am Institut, also die ist die Arbeitnehmersicht.
Und die Frage war, können Sie sich vorstellen, die aktuelle Tätigkeit bis zum gesetzlichen Rentenalter auszuüben, unterteilt nach Arbeitnehmerinnen, Angestellten und Beamten? Und wir sehen also der problematische Bereich hier, das Violett, auf keinen Fall ist bei den Arbeitern am stärksten ausgeprägt, dann folgen die Angestellten am wenigsten die Beamten. Und dann hier gibt es eben den zweiten Bereich, eher nein, ein knappes Drittel sagt es bei den Arbeiterberufen, 20% ungefähr bei den Angestellten, am wenigsten Probleme gibt es bei den Beamten. Vielleicht wenig überraschend. Also hier, wenn man das mal zusammenzählt, dann scheint es da ein ganz erhebliches Problem zu geben, wenn die Beschäftigten das so sehen. Und im zweiten Schritt haben wir Betriebsräte gefragt, auch aus der Befragung, die ich schon mal erwähnt habe, auf einer Skala von, werden Aktivitäten in den Betrieben unternommen, um die Beschäftigten bis zur Rente zu halten? Entweder ja in vollem Umfang, besser geht es nicht, oder eben gar nicht. Man sieht hier also eine linksschiefe Verteilung, eher mit einer Last zu wenig Maßnahmen aus Sicht der Betriebsräte. Und schauen uns noch mal ein bisschen im Detail an. Wäre es für die Beschäftigten, also wenn die Maßnahmen getroffen werden, muss man ja auch mal fragen, kann das dann überhaupt was bewirken? Wäre es für die Beschäftigten eher möglich, ihre Tätigkeit bis zum 67. Lebensjahr auszuüben, wenn das durch entsprechende betriebliche Maßnahmen stärker als bisher unterstützt würde? Also das war wieder eine Frage, die an die Betriebsräte gerichtet wurde. Und immerhin ja, für fast alle Betroffenen sagen 13%, dann ja, für viele Beschäftigte, ein knappes Drittel. Und dann schwenken wir den negativen Bereich über, also ja, aber nur für einige wenige Beschäftigte, ja, ungefähr 40% und dann 16%. Nein, das ist überhaupt nicht möglich. Also es ist auch nicht in allen Fällen möglich, wahrscheinlich auch je nach Branche, dadurch Maßnahmen gegenzusteuern. Aber doch in einigen Fällen, hier auf der rechten Seite. So, dann habe ich jetzt mir mal die Mühe gemacht, so viel Zeit war da noch, ich weiß es seit letzter Woche, dass ich hier stehen werde, doch mal die 2023er Daten auszuwerten, also ganz neue Daten zu Einzelmaßnahmen, die wir da abgefragt haben. Das ist die Zusammenstellung von den Kollegen, die das da gemacht haben, diesen Themenblock. Und am ehesten werden Maßnahmen ergriffen bei ergonomischen Arbeitsplatzgestaltungen. Ja oder eher ja, sagen 38,6% der befragten Betriebs- und Personalräte. Nein, also wirklich gar nicht, eher 17,2 eher weniger. Dann Gesundheitsförderung und Vorsorge, 28% versus 22%, wo das eher nicht der Fall ist. Und hier ist eben immer die mittlere Kategorie, teils, teils. Also da wird ein bisschen was gemacht. Und wir haben noch weitere Fragen gestellt, Möglichkeiten, die Arbeitszeit für Ältere zu reduzieren. Altersteilzeit ist ja seit ehedem ein Thema in 24,2% der Fälle, in 44,9% der befragten Betriebe eher nein oder gar nicht der Fall. Ja, man kann sich das noch im Detail anschauen. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Zeit, 5 Minuten. Deshalb werde ich das jetzt hier ein bisschen abkürzen an der Stelle, aber Sie können sich die Folien dann gerne anschauen, das wird dann alles später hoffentlich hochgeladen. Weitere Handlungsmöglichkeiten, ich wollte noch ein paar Stichworte sagen zur Weiterbildung, weil das jetzt so ein neues Themenfeld ist, in das ich mich gerade auch einarbeite. Und wir haben, das sagt auch die OECD, die dazu mal einen großen Bericht vorgelegt hat zum Weiterbildungssystem in Deutschland, wir haben ein sehr kompliziertes System, auch natürlich dadurch bedingt, dass wir 16 Bundesländer haben, die da ein bisschen ihr eigenes Süppchen kochen. Und das ist dann manchmal schwierig zu navigieren. Es gibt entsprechende Forschungen des IAB, das herausgefunden hat, dass die Einzelmaßnahmen schlecht bekannt sind bei den Betrieben. Und dann ist es auch verwunderlich, dass sie selten angenommen werden, wenn man es nicht kennt. Also kann man das Ganze vielleicht vereinfachen, ist eine Frage, und zugänglicher machen. Jetzt geht es hier Jörg an der Stelle tatsächlich mal. Ich muss da hinhalten. Okay. Gut, dann gibt es das altbekannte Problem des
beschwerlichen Zugangs von bestimmten Gruppen am Arbeitsmarkt und da insbesondere die Ältere. Also wenn man da in x-beliebige Regressionen reinschaut, dann kommt das in der Regel raus, dass Ältere seltener an Weiterbildungen teilnehmen. Gut, da gibt es eine betriebliche Logik, speziell bei ganz lang andauernden Weiterbildungen, was aber bei weitem nicht immer der Fall ist, wenn man sich die Daten dann anschaut. Die Weiterbildungen sind häufig eher kurz. Dann gibt es da wahrscheinlich eine Logik. Was auch dazu beiträgt, ist natürlich eine zunehmende Fernheit von Weiterbildung. Also wenn ich lange das nicht mehr gemacht habe, lange raus bin aus dem Bildungssystem, fällt es umso mehr schwerer. Eine Möglichkeit, dagegen zu wirken, sind die sogenannten Weiterbildungsmentoren. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gehört haben. Da gab es ja hier ein Modellprojekt in Berlin, Brandenburg, Sachsen, in dem Bezirk EU gefördert. Und die Idee da war, über ein Vertrauensverhältnis, über Vertrauenspersonen in den Betrieben, eher an die Beschäftigten ranzukommen, also die sich sonst vielleicht nicht trauen, das Thema zu thematisieren. Und die wurden geschult, also die Weiterbildungsmentoren. Es waren jetzt nicht allzu viele im ersten Schritt in dem Modellprojekt, nur 9 in 5 Betrieben. Aber momentan wird das auf 200 Betriebe ausgeweitet. Also das könnte sich da vielleicht noch einiges entwickeln. Auf Ebene der Betriebe, also das ist hier dann nur in geringem Maße öffentlich gefördert. Also es ist so gedacht, dass es aktiviert werden soll. So, dann haben wir jetzt vorhin viel über neue Technologien geredet, Digitalisierung und Sprungtechnologien. Ich habe das Thema zufällig mit einem Kollegen von der Uni Siegen in der letzten Befragung mit aufgenommen, Einführung von solchen Sprungtechnologien, nenne ich es jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das für alle hier zutrifft. Aber Internet der Dinge, Management, Informationssysteme, Plattformdienste, audiovisuelle Technologien und der letzte Schrei natürlich künstliche Intelligenz. Da sehen Sie, wie das verbreitet ist in den mitbestimmten Betrieben, also wie viel da tatsächlich umgesetzt wurde in einem Zeitraum von einem Jahr, also 2022 bis 2023. Und am meisten spielen eine Rolle die Plattformdienste. Also das, was unter anderem auch in Heilbronn da jetzt von der Schwarzgruppe mit vorangetrieben wird, das wäre ein Beispiel davon. Künstliche Intelligenz eher wenig, aber man sieht, da fängt ein bisschen was an. Und ich fand es interessant, dass auch im öffentlichen Bereich, ich hätte es jetzt eher so eingeschätzt, dass der öffentliche Bereich immer hinterherhinkt in Deutschland. Aber das ist ungefähr gleich auf mit dem Privatsektor. Und was wir dann noch gefragt haben, wir haben eine Reihe von weiteren Fragen noch gestellt zur Weiterbildung und wie es umgesetzt wurde. Und eine Frage, die uns interessiert hat, war, ob die Key Users, also die Hauptnutzer von den neuen Technologien, und zwar in dem Fall die Haupttechnologie, die umgesetzt wurde, geschult wurden und wie die Qualität der Schulung beurteilt wurde. Und hier ist jetzt die Dauer der Schulung nur mal abgetragen. Man sieht also, in der Regel sind das kürzere Schulungen. Hier am Mediansektor, Medianwert kann man das gut sehen. Also im Privatsektor 10 Stunden, knappe 2 Tage. Im produzierenden Gewerbe noch am meisten, also eher dran an den 2 Tagen. Und im öffentlichen Dienst sind sie noch kürzer, die Schulungen. Was ich da jetzt rausziehen will als Fazit, also das sind nicht immer die ganz langen Weiterbildungen, um die es hier geht. Und da kann man vielleicht auch tatsächlich ältere Beschäftigte stärker mit mitnehmen, also mit so kürzeren Formaten. So, jetzt ziehe ich zusammen, ich ziehe das Fazit. Fach- und Arbeitskräftemangel sogar ist in vielen Betrieben spürbar. Das haben wir gesehen, auch mit den Befragungsdaten. Und der Anteil älterer Beschäftigter ist hoch und er wird auch weiter hoch bleiben. Also das wird uns weiter beschäftigen. Und insofern ist das, denke ich, also noch mehr ein Thema, als es bisher schon war. Es wird ja schon lange darüber geredet, über den Verbleib älterer im Arbeitsmarkt bis zur Rente. Und das wird, denke ich, noch dringender werden in Zeiten des Fachkräftemangels. Und müssen wir sehr viel darüber nachdenken, wie wir das unterstützen können. In dem Zusammenhang natürlich wichtig der Strukturwandel und die Frage, wie können wir es schaffen, durch Weiterbildungsangebote das zu unterstützen, dass Beschäftigte auch wandern. Es wird nicht immer gelingen, Beschäftigung im Betrieb zu sichern, wenn es stärkeren Strukturwandel gibt. So, dann bedanke ich mich.